Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und so wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um eine schicke Season Mount aus The Wolf Inn und zwar sitze ich da gerade schon drin. Das schimpft sich einmal Diamantener Mechanzug und dieses kriegen wir über Mythic Plus. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal das Mount noch ein bisschen an und ich zeige euch auch das Mount Special. Also da seht ihr es, klopft sie auf die Brust. Und schießt dann ein bisschen nach oben. Sieht sehr cool aus. Übrigens, das Ding kann natürlich auch, ihr hättet es wahrscheinlich gedacht, auch fliegen. Hat auch eine relativ nice Animation mit viel Leuchtung und Lichteffekten. Und ja, so viel jetzt zu dem Aussehen des Mounts. Wo kriegen wir es her? Wir bekommen das über ein Achievement. Und zwar ist es eine Heldentat. Also ihr seht es nur, wenn ihr es abgeschlossen habt. Und das ist einmal Schlüsselmeister von Warwith in Season 1. Und dafür müsst ihr eine Wertung von 2000 in der ersten Season von The Wolf Inn kriegen. Und das ist die M-Plus-Season, beziehungsweise die M-Plus-Wertung. Und das Ganze seht ihr hier unterm Dungeon-Browser und dann, wenn ihr auf Dungeons geht. Und da haben wir dann die Wertung. Und diese Wertung erhöht ihr, indem ihr die Keys quasi läuft. Das ist auch so, wie es in den letzten Seasons der Fall war. Eins wissen wir noch nicht ganz genau. Ich nehme das jetzt in der ersten Woche von der Season auf. Es ist zu vermuten, dass man quasi nicht mehr eine Fortified und eine Tyrannical Woche hat. Also quasi eine tyrannische auf Deutsch mit Boss-Buff-Erhöhung oder eine verstärkte mit Trash-Buff-Erhöhung, sondern dass es nur noch einmal einen Score gibt. Heißt, man muss quasi nur eine Instanz auf einem gewissen Höhe laufen, um seinen Score zu erhöhen und bringt es quasi dann nichts mehr in der nächsten Woche auf derselben Höhe dieselbe Ini zu machen. Ich persönlich habe das jetzt relativ genau auf 2K geschafft mit, ja, im Schnitt würde ich sagen 7er Keys. Ne? Also meine sind auch nicht alle in Time, hier die 8er sind auch zum Teil depleted. Ein bisschen über der Zeit, teilweise auch 6er. So wie ich es gelesen habe, reicht es eigentlich, wenn ihr in Time alle oder 4 7er habt und 4 6er. Das ist so das Minimum, was reichen sollte. Und ja, theoretisch könnt ihr das auch gleich in einer Woche machen. Und dann seid ihr tatsächlich auch schon mit dem Mount fertig. Es gibt da noch weitere Achievements auf 2.5. Da kriegt ihr dann noch einen Haufen Special T-Mog. Das sind viele ja von den T-Set-Geschichten mit einigen Spezialeffekten, wie es ja auch schon in den letzten Seasons der Fall war. Aber sonst ja, gibt es dann eigentlich nicht mehr so viel Neues, wenn ihr noch höher spielt. Es gibt theoretisch auch noch eine Heldentat, wenn ihr unter den 0, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube 0,1% der Besten seid. Da gibt es dann noch einen Titel. Aber ja, jetzt erstmal fürs Mount war es das tatsächlich. Übrigens, so als kleines Goodie nebenbei, wenn ihr das noch nicht über andere Aktivitäten gespielt habt, könnt ihr auch noch zusätzlich eine andere Heldentat mitnehmen. Und zwar braucht die auch 2000er Wertung und dafür kriegt ihr ein Omni-Token für ein T-Set-Teil. Das könnt ihr euch auch holen, wenn ihr auf 1600er PvP-Rating seid oder wenn ihr den Endboss im Raid im HC gekillt habt. Und dann könnt ihr euch halt, ich habe mir zum Beispiel die Hose ausgesucht, gibt es ein 616er PvE-Item oder einen PvP-Item, das ist, glaube ich, ein bisschen niedriger im Item-Level. Also, das könnt ihr euch dann einmal aussuchen. Für mich hat das den 4er-Set-Bonus gebracht. Also, das kann auch eine ganz nette Angelegenheit sein. Genau, das war es soweit jetzt mit dem kleinen Mount-Guide. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und sollte sich das nächste Woche jetzt bestätigen, dass man vielleicht doch 2 Scores hat, also doch wieder Fortified und Tyrannical hat, dann werde ich das in die Kommentare unten schreiben und anpinnen. Wie gesagt, aktuell können wir nur spekulieren, aber so wie es aussieht von der Anzahl an Punkte, wenn ich schon auf 274 Punkten bin in quasi der ersten Woche bei nur einem 7er Key in Anführungszeichen, lässt es nahe, ja, lässt es auf jeden Fall darauf schließen, dass es nur einen Score gibt. Ich habe jetzt auch keine gegenteiligen Infos tatsächlich gefunden, ne? Weil aktuell ist ja sowohl tyrannisch als auch verstärkt ein Affix. Der kommt zwar dann erst mit den höheren Keys, aber trotzdem hat man beide jetzt in der ersten Woche schon. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Key-Spielen und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.